Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, das neueste DLC ist gerade heute rausgekommen und da darf natürlich jetzt wieder nicht von der Partie fehlen, ne? Weil ja, wollte natürlich wie angekündigt auch mit aufnehmen und ja, keine Ahnung. Gucken wir mal. Mein Team besteht wieder aus den ganzen Luschen hier. Ich habe ein paar Glückseier. Wo habe ich die noch mal her? Ich habe mir die irgendwie zusammen. Ach ja, ich habe in der das erste DLC-Gebiet hier, da habe ich mir Glückseier gefarmt durch die Chaneras. Und ja, ja, und ich bin immer noch hin und wieder beschäftigt mit meinen ganzen Competitive-Pokémon, die ich hier hochtrainiere. Könnt ihr euch mal anschauen, ne? Geil, ne? Ja, das sind die Items, auch voll viel Überreste und so, ne? Und noch nicht mit allen fertig. So. Gut, aber damit tun wir uns jetzt nicht hier beschäftigen. Wir gehen jetzt hier mit unseren normalen Story-Team, das ich natürlich nicht angefasst habe und was ich auch wahrscheinlich nie machen werde außerhalb der Story oder DLC-Story, sag ich mal. Ich sollte Animationen einstellen. Die sind, glaube ich, die ganze Zeit abgestellt, damit alles ein bisschen schneller ist. Ist hier alles richtig? Ja, ne. Gut. Dann können wir mal reingehen. Wir müssen wieder zum Bahnhof hier gehen, weil ich habe irgendwie nachdem ich das Spiel gestartet habe, als das DLC installiert worden ist, den Kronenpass bekommen. Und ja, damit können wir jetzt hier zur Schneelande der Krone hingehen, ne? Und zur Kronentunde, wie auch immer das heißt. Oh, du bist auch mit deines Kronenpasses. Demnach kannst du jetzt auch zu den Kronenschneelanden reisen. Wo soll es hingehen? Zum Kronenbahnhof. Ja, dann zeig mal her. Ich bin gespannt. Freue mich schon. Oh, jetzt geht's nach unten. So, ich habe mir nur ein oder zwei Trailer angesehen, die damals, also die einzigen Trailer, die rausgekommen sind, angeguckt. Und ja, bin mal gespannt. Angeblich kann man hier alle legendären Pokémon, also alle hauptlegendären Pokémon, die auf den Pokémon-Spielcovern drauf sind, in irgendeiner Weise treffen, finden und fangen. Ja, schon mal geil. Interessiert mich ehrlich gesagt herzlich wenig. Ich will ehrlich gesagt mehr andere normale Pokémon haben. Ich verstehe den zwei Pokémon hier in der Gegend. Willst du mir helfen? Ja, du aktualisierst jetzt erstmal wieder mein Pokédex. Wahrscheinlich habe ich schon wieder 100 Pokémon, die herumfleuchen. Dann zeig mal. Schon zur Hälfte irgendwie abgeschlossen, ne? Kronendex. Da ist immer noch Platz für zwei Dinger. Obwohl, ne, hier sind, glaube ich, normalerweise die Pokémon aufgelistet, ne? So, 136. Bin mal gespannt, was für Pokémon hier noch vorkommen. Ich habe natürlich die Trailer gesehen, deswegen, ja, sollte ich es eigentlich wissen, aber ich habe es mir nicht so eingeprägt, weil habe ich schon mal in anderen Projekten, glaube ich, erklärt. Wenn ich mir Spiele irgendwann sowieso hole oder spiele, dann werde ich mir nicht so viel irgendwie merken in den Trailern oder mir zu viele Trailer angucken. Deswegen ja, was ist hier bloß passiert? Da komme ich nach langer Zeit zurück in mein Heim und alles hat sich verändert. Es ist viel kälter als vorher. Dabei sehe ich aus Pokémon, die aussehen, als wären sie aus Stein. Da fällt mir gerade ein, ich werde natürlich hier erstmal alles Neue fangen, was mir unter die Flinte kommt. Ich habe ein bisschen meine Boxen ein bisschen aussortiert. Das ist, weiß ich nicht. Ich hatte irgendwie, weil nicht so 20 Boxen und so die ganze Zeit voll. Dann habe ich irgendwann so eine große Säuberung gemacht. Mein Pokémon, die ich vielleicht benutzen werde, auch versteckte Fähigkeiten irgendwie sortiert habe. Weiß ich nicht, hier sind versteckte Fähigkeiten Pokémon drinne. Competitive, fertige Story Pokémon. Competitive, die in Planung sind, glaube ich, vielleicht. Hier sind auch noch welche in Planung. Hier ist eine Ditto-Box, meine Helfer. Ich habe von fast jedem Ditto irgendwie ein richtiges Wesen, damit ich die alle zuchtfertig haben kann. Habe ich das schon mal erklärt? Ja, ich nehme das sehr ernst. Ja, dementsprechend habe ich jetzt eine Menge Platz mit Pokémon, die ich fangen kann. Natürlich. Habe ich irgendjemanden, der Trugschlag hat oder so? Oder irgendwas, was irgendwie zum Fangen irgendwie Jäger. Warte mal, da habe ich doch mal jemanden gehabt. Ach, ich werde schon irgendwie so fangen. Wenn wohl nicht so übelst
krass. Ich werde jetzt schon nicht so übelst krass kaputt boxen mit meinem Pokémon, ne? Ja, dann betreten wir mal die Schneetundra, die Krontundra, was auch immer. Oh, schön. Mir ist kalt. Mann, du bist ja wie eine Klette. Hör nicht auf, mir dauernd nachzurennen, Dad. Oh. Ich will einfach nur in Ruhe im Dynariesennest auf einen Dynamax-Abenteuer gehen. Und zwar allein. Ich kann es kaum erwarten, gegen jede Menge seltene Dynamax-Pokémon zu kämpfen. Keine Sorge. Dein cooler Papa hat noch ein viel spannenderes Abenteuer im Petto. Du wirst so viel Spaß haben, dass du dich am liebsten selbst einer maximieren würdest. Danke, aber nein, danke. Gehen wir nicht auf den Zeiger. Neue Waifu. Oh mein Gott, ich kann die Kamera, obwohl ich konnte die Kamera auch in links drehen, ne? So, hi, was geht? Nur wenn du nicht zur Vernunft kommst, schrei ich eben so lange rum, bis du nachgibst. Hast du hier Infos? Das ist ja oberpeinlich. Hey, hallo, du da drüben. Dieses alte Stück, ob wir mich einfach nicht in Ruhe lassen. Kannst du mir helfen? Muss ich? Nein. Echt jetzt? Du lässt mich hängen? Das ist ja voll daneben. Tja, der Junge weiß einfach, wann es besser ist, sich nicht einzumischen. Eine sehr kluge Entscheidung. Boah. Warum zwingen die mich hier wieder in ihre Probleme rein? Willst du mir etwa doch helfen? Ja, sicher. Ich liebe es zu helfen. Klasse, da könntest du ihn dafür für mich eine gehörige Abfuhr erteilen. Hör mal, Freundchen. Mir gefällt es, wenn ich, dass du deine Nase in Angelegenheiten steckst, die dich nichts angehen. Ja, vielleicht bringst du die junge Dame ja zur Vernunft, wenn ich dich im Kampf besiege. Ich bin Peony. Und du bist naiv, wenn du denkst, auch nur einen Hauch einer Chance gegen meine stallharten Attacken zu haben. Ist er durch den Kampf hier irgendwie gezwungen? Da meint er mich auch noch hier zu trash-talken. Nee, ich glaube, ich spinne. Ich will doch nur ihr Pokémon fangen, Mann. Brex, brech ihn kaputt. Da, ganz schön mutig, einfach mit einem ehemaligen Arena-Leiter anzulegen. Ja, ganz schön mutig von dir, nicht mit dem Champ anzulegen. Ja, was haben wir denn hier? Weiß ich nicht. Egelsamen, machen wir aber Egelsamen erst. So, mal strategisch hier zu sein. Wie Stahl, das sollte nichts Vernünftiges gegen mich haben, Ramboss. Ja, ich bin leider auch nicht so schnell, deswegen. Oh Gott! Was ist Ramboss? Ramboss ist die Attacke, die mit. Irgendwie weiß ich nicht. Gewicht zu tun hat, ne? Ich Gyroball, weil er mit. Okay, raus hier. Problem ist, die Pokémon sind eigentlich gar nicht so stark, die ich noch hier habe. Was hat er jetzt eingesetzt? Ramboss, ne? Also. Ich habe nichts dagegen. Stahlresistent ist, glaube ich. Wow. Okay, dann versucht ihr mal mit Erdkräfte wegzupusten. Brexis EV trainiert, das sollte nichts bringen. Gut, ob das der hat gesessen, aber jetzt sind wir an der Reihe. Pass auf, so ein anderes einfach da Dreck. Aber ist natürlich so krass stark. Ja, doch, jetzt kann ich gleich direkt meine Pokémon schon wieder heilen. Ne? Aber ich spinne. Ja, Vectox, du wirst aber stärker sein, ne? Stahl-Pokémon. Gibt es ja eigentlich schon wieder irgendwie einen editionsabhängigen Arena-Leiter? Ich habe ja Schild, also müsste ich das mal gucken. Ja, ja, alle kriegen Erfahrungspunkte außer Brex. Aha. An Stahl-Pokémon weißt du jetzt hin aus. Je mehr sie einstecken, desto härter werden sie. Stolos. Oh, Stolos. Merk gerade, ist neu. Gab's noch gar nicht hier. Du bist Stahlgestein, ne? Soll ich jetzt mal paralysieren? Ah, Stolos hätte ich auch gern. Stolos ist cool. Oh, ich weiß. Ich glaube, Nidokings und Nidokings gibt es auch in diesem Spiel. Oh, geil. Ja, ich liebe diese. Vom Design her finde ich die schon geil. Hier so Nidoking, Stolos.
Alle, die irgendwie so, weiß ich nicht, wie so Dinosaurier oder irgendwie so was aussehen. Die Gegner. Ja. Mach mal. Ich glaube nicht, dass ich den erledigt krieg, aber. Oh wow. Oh nee. Ich hätte meine Pokémon vielleicht für das Ding hier. Oh wow. Oh, da ist Kacke. Okay, ja, hat sie verdient. Ich hasse es, wenn ich durch Liebe irgendwie gewinne. Oh, das ist auch Kacke. Ich wünsche, das könnte man irgendwie abstellen, weil das nervt mich richtig. Das ist auch immer, wenn ich irgendwie ein Pokémon mit vier Dings habe hier mit viel Zuneigung, wenn ich irgendwie bald nicht trainieren will oder was weiß ich, irgendwas machen will und ich muss mir immer diese blöde Animation angucken. So. Dieses Pokémon freut sich auf den Kampf. Schloss hat zwar eine hohe Verteidigung, aber vielfacher Schaden hier liegen. Ne? So, jetzt sagt mir nicht, ich muss extra jetzt hier noch mal rausgehen, um meine Pokémon zu heilen. Ja, Level 70. Die haben alle Glückseier, deswegen sollten die schneller werden. Oha, da habe ich den Mund wohl so voll genommen. Geld brauche ich nicht. Wohl doch, wenn es neue Anziehklamotten wieder gibt, ne? Tja, dass ich mal derart von einem jungen Burschen platt gemacht werden würde. Hm? Mela ist weg. Wo steckt meine Tochter? Bist du wirklich ihr Vater? Bist du wirklich ihr Vater? Aber klar doch, was ist denn das für eine Frage? Ich bin extra mit Mela hergekommen, um unsere längst überfälligen Vater-Tochter-Ausflug in Angriff zu nehmen. Aber sie hat offenbar so wenig Bock darauf, dass sie mich mit einem x-beliebigen Trainer ablenkt, nur um die Kurve kratzen zu können. Tja, so kenne ich meine Mela. Das ist ihre ganz persönliche Art und Weise, ihrem Vater zu zeigen, wie lieb sie ihn hat. Bestimmt. So ist sie eben, meine liebe Tochter, ein echtes Goldstück, oder? Ja, wenn sie nicht da ist, kann ich schlecht meine mit Herz und Blut geplante legendäre Expedition starten. Moment, hatte sie nicht gesagt, sie wollte zu einem deiner Riesennest gehen oder so? Ja, sie will bestimmt, dass ich nachkomme. Warum hätte sie mir das nicht? Warum hätte sie mir das sonst verraten? Sie wundert sich bestimmt schon, wo ich bleibe. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Ach ja, hast gut gekämpft. Man sieht sich, Stahlarter Trainer. Bist du hier der irgendwie der Maastricht dieses DLCs oder bist du der Sephora dieses DLCs? Gott, verkackter Dreck, ey. So Schlangenblick. Hast du geil. Könnte helfen. Ich habe schon direkt ein neues Pokémon gesehen. So, oh. Was haben wir denn jetzt zur Auswahl? Top Genesung. So. So, erstes Pokémon. Ein Frigometri. Ja, natürlich werde ich erstmal alles fangen mit mir hier. 65. Solarstrahl. Das bezweifle ich. Hier gibt es doch keine Sonne. Na. Na. Ja. Da waren wir ein Big Toxen am Leben gewesen, wäre der da tanken können. Wir haben bestimmt Eisattacken, deswegen ist jetzt sie auch eine blöde Wahl. Na, ja. Sieht voll aus wie der Final Flash. Irgendwie. Das war ein Volltreffer. So. Oh Gott, die sind ganz schön stark, ne? Ist nicht lustig hier. So ein Gigasauger wirst du ja locker überlegen, ne? Gegen Level. Oh ja. Oh Mann. Wird halt Eiseskälte. Ist ja dieser Dings Angriff hier, der ein One-Hit KO macht, oder wie Geofissur oder so. Das sollte eigentlich gar nicht funktionieren, weil das funktioniert nur bei, oh Gott, Pokémon, die niedriger gelevelt sind. Äh,
Nee, einfach versuchen. So, soll ich einmal nach 4 Meistermille werfen? Na komm, bleib drin. Dann seid mir echt zu krass gerade. Jawohl. Gut, erstes Pokémon hier gefangen. Massive Schwierigkeiten bisher. Gibt es hier irgendwo einen Ort, wo ich meine Pokémon hochheilen kann? Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt extra noch mal hier rauszugehen, um mich zu heilen. Nee. Mit seinen Ketten aus Eis friert es jeden ein, der ihm immer im Weg läuft. Dann verschleppt es sein Opfer an einen unbekannten Ort. Ja, voll gruselig. So, gut, dann gehen wir eben hier raus erstmal. Kann mich ja hin teleportieren. Ne? Gut, dann gehe ich mal. Nein, nicht da. Da sind wir fertig. Ich mal kurz hier zum Treffpunkt, weil da geht es am schnellsten zu heilen. Ich gedacht, dass ich irgendwie so eine stahlerte Abregung am Anfang bekomme. Wortwörtlich von diesem Stahltrainer. Stimmt, Stahl-Arena-Leiter gab es auch nicht hier, ne? In Schwert und Schild. Deswegen macht es ja Sinn. Hat hier noch ein also ehemaliger Stahl-Arena-Leiter von was ich hier gehört habe gerade. Alright, Raptor. Der Victox wegen Wangenruppler. So, warte mal, noch Neues. Komm, komm, komm. Wablu. Hey. Warte mal, Wablu ist neu, ne? Schneeball. Rosana. Geil. Dann geben wir erstmal natürlich ein paar Bälle, ne? Verstören. Okay. Warum gibt es eigentlich neue Dynamaximierungen in diesem Spiel? Vorwarnung. Also, ja, das ist wieder so ein 62. Okay, wie war denn bitte schön? Jetzt wilde. Oh, warte mal, das ist nicht gut. Ja, super. Ja, und dich muss ich fangen. So. Kacke, das ist hier die ganze Zeit am. So, eine Frage. Ne, ich dachte, der Schneeball, den ich gerade gefunden habe, war wortwörtlich ein Ball, der gut gegen Eis-Pokémon ist. Ich nehme an, der war wortwörtlich ein Schneeball. Nein! Ja, okay, hast du es jetzt mal mit deinen Tones angegriffen? Oh. Wow. So, bleibt mal drin, bitte. Und ja, wir benutzen immer noch nur Pokébälle, okay. Was soll ich denn sonst nehmen? Hyperbälle mit besserer Erfolgsgarantie. Pff. Bleibt drin. Boom. Geht auch so. Leute, hallo? So, Schwächlinge, ihr müsst mal hochleveln. Das kann ich wieder jemand anderen an erster Stelle packen. In einer bestimmten Gegend von Galar wohnt Rassan 1 als Königin des Eises gleichermaßen gefürchtet wie verehrt. Und sie wurden beschuldet von riesigen Rassismus, weil sie früher in den ersten Generationen noch schwarz waren und einige Leute dachten, das wäre voll rassistisch gewesen. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es war wohl auch ein neues Pokémon hier. Gucken wir mal. Hi, was geht? Bitte hat mich allzu krasse Sachen. Hm. Ja, ist auch neu. Level 60, gut. Wenn aber schwächer hier. Natürlich ist neutral. Ja, komm. Bitte haut mich nicht weg. Oh Gott. Hey, Erfahrungspunkte. Okay. Versuchen wir gleich nochmal. Wenn ich eins finden würde. Gefäß von Schrägrauch. Erfahrungsbonbon. Okay. Hier haben wir noch irgendwo ein Wablu. Komm her, Wablu. Wablu. Gibt es auch irgendwie nur einen Weg, sehe ich gerade. Macht schon mal gut.
Jetzt kann mich hier nicht schon verirren. Da hinten habe ich auch noch irgendwas gesehen. Was Neues, glaube ich. Jetzt war nicht erkannt, richtig. So, Gigasaura, komm. Jetzt war überhaupt nicht effektiv sein, aber ja, okay, das geht. Mondgewalt. Nee, da wird es nicht bringen, Kollege. Ich bin Gift. Pfandvolltreffer. Mein Gott, Stärke der Pokémon hier. Was kommt rein? Altaria ist auch cool. Finde ich. Obwohl ja. Cool. Schon 3 Pokémon gefangen. Sagte er, während er so ein 2 Finger hochhält. Seine wattenartigen Fühlen halten Luft und fühlen sich schon da schön flauschig an. Wabu lässt keine Gelegenheit aus, sie zu pflegen. Und da hinten habe ich irgendwas gesehen. Oh, du bist dieser cool. Du bist dieses Fossil-Pokémon. Geil. Dann hatte ich ein Dings in X und Y. Oh, da ist den Tyrannosaurus, gibt es bestimmt auch, ne? Ja. Ich weiß, was für ein Typ ist, aber. Oh. Überall. Ja, lass mich raten, den Tyrannosaurus gibt es wahrscheinlich nur ein Schild, ne? Was? Ey, was? Überstrahl? Überstrahl ist doch normal. Oh. Ja, was hat denn schon wieder? Hat das irgendeine Fähigkeit irgendwie? Der normaler. Oh, der hat bestimmt Dings hier. Nee, macht doch keinen Sinn. Keine Ahnung, der wird irgendeine Fähigkeit sein, nehme ich an. Wie Felinara hat ja irgendwie, weiß ich nicht, so Feenschicht oder irgendwie sowas, was normale Attacken in Feenattacken umwandeln und die verstärkt. Also müsste ich nehme an, das hat sich in Eis verwandelt, weil was sonst, ne? Eisschicht, keine Ahnung. Da fangert mich mal bitte. Und eins meiner Pokémon auf dem Gewissen und hat feigt gleich durch Vergiftung. Oh. Das war's. Ja, oha. Oh. Da wird er neu überleben. Okay, wird vertagt. Was war da kackt der Dreck, ey. Vor allem Brex, weil ist nur am niedrigsten gelevelt, ey. Voller grottige Start bisher. So, ich hoffe, passiert nicht. Gott verdammt! Ich wollte gerade sagen, hoffentlich passiert ja nicht Story-relevantes, was mich in den Kampf zwingt oder so. Das ist jetzt also dieses Dynar-Riesennest, ja. Dann kämpft meine Töchterin also gerade gegen seltene Dynamax-Pokémon und hat jede Menge Spaß dabei. Lass mich diesen Trainer diese Funktion vorstellen. Hm, du bist doch der von vorhin. Du kannst auch mitkommen, wenn du willst. Also dann voller Kraft voraus. Keine Sorge, Mila, Papa ist direkt hinter dir. Hat nicht zu viel Spaß ohne mich. Ja, davon habe ich auch irgendwie so gehört in den Trailers. So, glaube ich, gegen ein Dynamax-Pokémon nach dem anderen kämpfen, ne? Was ist das da hinten? Ach, da ist dieses Dingsviech. So, und da ist... Ich weiß nicht, wie das Viech heißt. Ich habe... Wow! Ich nenne es einfach nur XP-Spender. Da ist ein Dreckspisser. Ist hier irgendwas, wo ich mich erstmal auffrischen kann, bevor ich da reinging. Weil, na guck mal, das sieht doch schon ein Laden aus. Freestyle, hat. Oh, was ist das? Tem? Ne, haben die TP. Tems wird es wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Fehlschlagschutz. Oh, so ein Competitive. Dingen. Was? Oh, na, hat mir mein Fahrrad nicht dadurch, ehrlich. So Leute, irgendjemand hier muss mich heilen.
Oh, ein Metang. Oh, was heißt Dings wird es hier geben? Metagross. Mein Gott. Cool, Metagross ist auch cool. So. So, der Start von Pokémon. Es kommt dir vor, als würdest du, würde ihr etwas fehlen. Also nicht. Da hat er sieht voll auffällig aus. Der taucht doch bestimmt irgendwann Mew auf oder so. So, versucht die ganze Zeit nachzudenken, was das sein soll. Soll ein Pokémon sein? Der Kopf von Pokémon? Kann ich mich hier heilen? Oh, geil. Ich würde am liebsten noch mein Outfit ändern, aber ich nehme jetzt einfach mal an, wir kriegen schon irgendwie wieder ein Outfit aufgedrückt von irgendjemanden. Ist das Fußschritte? Aha, gefunden. Hey, Waifu. Wusste ich doch, das ist der Beweis, dass ich mit meiner Hypothese richtig lag. Hoch, Daniro. Was hast du in einem Ort wie diesen? Ich bin auf Erkundungstour. Ist das dein Ernst bei der Kälte? Ich fasse es nicht. Ich stelle jedenfalls Nachforschung zu einem Pokémon aus der Kronenschneelande an. Es gibt nämlich Pokémon an, die es vorziehen, fernab von Menschen zu leben. Wie sie sind die Kronenschneelande natürlich wie geschaffen. Ich habe eine Hypothese aufgestellt, weißt du? Sämtliche Indizien weisen darauf hin, dass sich hier drei legendäre Pokémon versteckt halten. Mein, den Trailer, den ich gesehen habe, sagt irgendwie was anderes. Nimm noch mal diesen Fußabdruck da unter der Lupe. Das stützt nämlich meine Annahme. Du hast 2% der Anhaltspunkte zum Eisenkern-Pokémon beisammen. Okay. Eine Hypothese zufolge halten sich die legendären Pokémon der Kategorie Eisenkern, Felsenhöhle und Wiese hier in der Kronenschneelande auf. Anhaltspunkte wie der, wie dieser finden sich überall in dieser Gegend. Sobald ich alle Indizien beisammen habe, kann ich meinen Pokémon-Detektor einsetzen, um das Habitat der legendären Pokémon ausfindig zu machen. Doch nach dieser schrecklichen Kälte komme ich nur sehr schleppend voran. Du bleibst sicher noch ein Weilchen in der Kronenschneelande, oder Daniro? Wärst du so gut, weitere Anhaltspunkte zusammenzutragen, um mir zu überreichen? Ich würde dich natürlich auch dafür belohnen. Also das sozusagen, was die Dick da sammeln in den anderen Dingen war, ne? Ich gehe in der Zwischenzeit in das Haus dort, um mich aufzuwärmen. Ich meine natürlich, um meine Nachforschung anzustellen. Tschüss. So, 2 Minuten haben wir noch, komm. Wenn wir noch irgendwas gefangen kriegen, oder was weiß ich. Irgendwas, komm, komm, komm. Das erste Pokémon, was ich sehe. Muss natürlich wieder dieses Viech sein, ne? So. Diesmal nicht vergiften. Bitte. Bitte. So. Fangen wir dich, Glubschäugchen. Okay. Schnucki, jetzt komm her. Erstmal paralysieren, damit du nicht wieder durch Vergiftung drauf gehst, ne? Ja gut. Ja. Obwohl er ist Stein, ne? Oh, aber Stein ist neutral, glaube ich. Blizzard! Oh. So, noch einmal und dann möchte ich ja wohl fangen können, ne? Schnucki. Häschen, Littlefoot, ja, pass auf. Ja, irgendwie der Angriff in Eis verwandelt, habe ich so Gefühl. Ich finde übrigens richtig geil, dass diesen Sound aus den allerersten Spielen noch in dieser Attacke drin haben. Dieses krassesten Sounds überhaupt im Pokémon. Ich glaube, nach diesem Fall werde ich erstmal irgendwo hingehen und mir Pokébälle kaufen, weil ich habe nur noch 20. Was, verdammt, bleibt gefälligst drin. Mach mir ja nicht so Schwierigkeiten. Bleibt jetzt hier drin. Bei mir wird es viel wärmer sein. In meinen Boxen. Oh. Los, bleib drin. Der Part wird nicht beendet, bevor du mich in meine Box reinkommst. Alter, gibt's da jetzt einfach nicht.
gut. Ja gut, ich habe Zeit und meine Zuschauer auch. Ah, jetzt muss ich mir auch noch die Animation vom Hagel immer angucken. Aber erstmal ein bisschen super Wurf hier. Hallo? Alter, kannst du mal so tun, als würdest du... Oh Gott. Der Angriff war überraschend schwächer als der Superstrahl. Okay, wie gesagt, ist er auch schwächer, ne? Aber trotzdem. Gott verdammt, bleibst du jetzt mal drin? Oh nee. Ich glaube, Brax hat bisher noch keinen einzigen Kampf überlebt. Ah! Glaube ich, drück dir mal ein paar Sonderbonbons rein, damit die alle Level 70 sind, weil dann wird es uns, glaube ich, hier nicht einfacher. Einfach kackt da direkt, ey. Bro. Ja, jetzt mal ernsthaft, bleib drin. Superwurf oder irgendwie sowas. Komm. Ne. Ne. Jawohl. Gut, geil. Ich guck mir mal deine spezielle Fähigkeit an. Ich weiß nicht, warum Hyperstrahl effektiv ist. Amarino wurde erfolgreich aus einem Fossil reanimiert. Einst lebte es meist in kalten Gebieten, wo nur wenige Feinde lauerten. Ja, ist schon irgendwie komisch. Man begegnet hier Fossil-Pokémon einfach so. Ja, ich habe keine Zeit mehr. Ich check jetzt noch mal kurz die Fähigkeit von dem Teil an. Froschschicht. Also Feenschicht nur halt mit Eis, ne? Da ist eine sehr coole Fähigkeit. Ja, und dann macht Hyperstrahl zu den mächtigsten Angriff, den es gibt irgendwie. Fällt mir gerade so auf. Okay, gut. Alles klar. Brax hat ein paar Mal auf die Fresse bekommen. Und ja, gut. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. In der nächsten Folge machen wir dann weiter. Ich gehe lieber nicht da näher ran, sonst triggere ich noch eine Cutscene oder so. Und ja, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen, den Kanal weiterhelfen zu wachsen. Lesern, tschüss.